Aber okay. Sieht mega episch aus, das Gerät hier. Das ist dann praktisch irgendwie, das beinhaltet das Phasentor zurück auf den Planeten, der Erbauer. Hallo und willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute mal wieder im Snowbiome unterwegs und sind so ein bisschen am Experimentieren, denke ich. Ich habe mal so eine Feuerfackel draußen, da unten laufen so ein paar Pirsche rum, das ist auch so ein Babypirscher, total süß. Und es gibt ja unglaublich viel, was man hier mit in Subnautica auch mit den Tieren machen kann, wie man mit denen interagieren kann und so. Wir haben das noch kaum ausprobiert, aber das wollte ich jetzt unbedingt nochmal testen. Da gibt es nämlich einige Dinge, die man da wohl machen kann. Wir können zum Beispiel so Pflaumen rauswerfen und gucken, ob die zum Beispiel mögen. Mal schauen. Ich glaube, die... Ich weiß nicht, ob die... Kannst du die werfen? Oh, oh. Nimm mal die Fackel wieder raus. Der ist ein bisschen aufgebracht, glaube ich. Chill mal. Was ist denn los? Ja, so ist viel besser. So gefällt er mir besser. Kannst du nicht irgendwie so eine Pflaume auf den werfen oder so? Hier ist, glaube ich, noch einer. Ja, das sind jede Menge. Nee, ich weiß nicht, was passiert ist. Habe ich die fallen gelassen? Also eine liegt da ja jetzt, ne? Ich weiß nicht. Also können die auch essen? Oh, die sind alle schlecht geworden, glaube ich, ne? Die sind alle aus dem Inventar verschwunden. Also, wenn die schlecht werden, dann sind die weg. Ich glaube, wir haben schon unsere Zeit aufgebraucht. Wir haben keine Pflaumen mehr zum Testen. Ich habe von zu Hause welche mitgenommen, bin direkt hierher und länger halten die halt leider nicht, obwohl es ziemlich kühl ist hier. Könnten theoretisch auch länger halten. Da steht eine Kiste, ne? Kennen wir die schon? Ich glaube schon. Ja, die müssten wir schon kennen. Können wir schnell hier runterklettern. Ich glaube, das ist so ein Abschnitt, den wir schon kennen. Ja, da sind die Kisten schon offen, da war ich offensichtlich schon. Also wir haben, glaube ich, so ziemlich alles abgegrast. Aber wir haben noch nicht viel mit den Tieren hier rumexperimentiert. Das mit den Pflaumen war jetzt nicht so spannend. Oh nee. Seek shelter. Ist schon wieder kalt. Ich schmeiß mal den Fuchs raus. So. Können wir uns vielleicht kurz mal aufwärmen. Da ist nämlich warm drauf. Der hat Sitzheizung. Moment. Okay. Dann können wir jetzt noch ein bisschen weiter spielen. Ich habe nämlich auch so einen Pinguin dabei. Ich denke mal, wir können hier draußen bleiben, oder? Ist bestimmt nur leicht kühl. Passt schon. Okay. Und den können wir jetzt mal rausschmeißen. Inga. Und ich glaube, mit den Pinguinen kann man die auch triezen. Das probieren wir jetzt auch mal aus. Aber wir brauchen ja auch immer Fell, ne? Dass wir uns da so schöne Pelzmäntel draus herstellen können. Und wir wollen den ja möglichst nicht wehtun. Das heißt, wir versuchen jetzt mal eine andere Technik. Irgendwie fährt er so leicht nach links gefühlt. Ah ja, weil die Kamera. Ah, man kann so ein bisschen Fokus ändern. Wir können ja mal den kleinen triezen. Den hab ich schon. Ah, das ist ein großer, oder? Nee, das ist der kleine. Ist schwer zu sagen mit dem Pinguin. Okay. Wir können dem einfach Fell zupfen. Das tut ihm doch weh, oder? Okay, ich glaube, wir haben genug Fell. Wir haben 4 Fell gesammelt. So, habt ihr es gehört? Das Mikro taugt nichts. Okay. Super cool. Infiltrationswert. Okay. Begleitstufe. Ich glaube, wir waren ein bisschen nah dran. Es war ein bisschen risky, was wir gemacht haben. Ich bin mir nicht sicher. Da sind wir wieder. So. Okay. Wir haben jetzt 4 Fell. Super easy. Und man muss nicht mal die großen Dinge angehen, sondern man kann das Fell auch von den kleinen zupfen. Ist ja mega. Aber ich glaube nicht, dass man die mit Pflaumen füttern kann. Das schien jetzt nicht so wirklich gut zu funktionieren. Kann man einen Schluck trinken. Wieso bin ich denn so durstig? Das verstehe ich nicht. Ach so, wir haben ja den Wasserfilteranzug nicht mehr an. Ne? Ich denke, wir verdrücken uns wieder. Das war spannend, aber es ist auch ein bisschen gefährlich hier. Okay. Jetzt haben wir so ein bisschen mit den Pirschern rumexperimentiert. Ich weiß nicht, ob welche rüberkommen. Nee, niemals. Wow, 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 wow. Vielleicht doch. Wow.
Wir sind echt rübergesprungen. Okay, das war alles ein bisschen komisch jetzt, aber es hat funktioniert. Mega. Ich glaube, wir müssen da rauf. Und jetzt muss ich erstmal den Rückweg wieder finden. Ich glaube, das ist Eis, ja. Über Wasser kommen wir nicht rüber, über Eis schon. Tja, Fell oder Win, entscheidet selbst. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr Fell. Aber das mit den Pflaumen hat irgendwie nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass das klappt. Also wir haben ja im Gewächshaus bei Margaret Mader mit Pflaumen auf die Tiere geworfen. Und das Haustier von Margaret Mader mochte die Pflaumen. Ja? Das hat die weggemampft. Und die wilden Tiere haben sich aber nicht dafür interessiert. Nicht auf die, irgendwie für die, die am Boden lag. Und ich konnte die auch nicht werfen. Also ich glaube, ich konnte irgendwie, also ich weiß nicht, per Rechtsklick hat die Pflaume irgendwas gemacht, aber geworfen habe ich sie definitiv nicht. Ich habe die Maustaste gehalten, ich habe alles Mögliche versucht. Die halten sich auch extrem kurz, also es ist überhaupt schon schwierig mit einer Pflaume, die noch nicht schlecht geworden ist, bei so einem Tier anzukommen. Also da muss man sich schon beeilen und wirklich ganz genau in die Richtung und auf dem direkten Weg und dann kommt man da hin und kann so eine Pflaume da ablegen. Aber werfen kann man die nicht und die werden dann auch ziemlich schnell schlecht. Oh, voll lecker. Ein Augenfisch. Ich bin schon wieder raus und wir sind schon wieder ein Stück weiter. Wir haben heute noch andere Missionen und zwar wollen wir uns ja dieses Phasentor anschauen. Dazu sind wir mal wieder bei unserem Pod. Der ist nämlich ganz in der Gegend. Da bin ich zufällig vorbeigekommen. Das ist nämlich direkt hinter unserem Pod praktisch. Und ich glaube, das ist das erste, der erste Standort, ne? Wie heißt das? Das, ich glaube, Labor 0 oder so in der Art. Ne, so Outpost Zero, das war ja der Außenposten, in dem wir ursprünglich gestartet sind, gespawnt sind, ne? Und den hatte ich eigentlich zwischendurch mal wieder gesucht, aber irgendwie habe ich den Zugang nicht gefunden. Da wollte ich eigentlich mal hin. Okay, also jetzt kommen wir da auf jeden Fall hin und vorbei. Das Fell lasse ich mal hier. Ich weiß nicht, ob wir den Pinguin brauchen. Wir können ihn ja mal mitnehmen. Das Fell packen wir mal in so eine Kiste. Das werden wir, glaube ich, heute nicht brauchen. Und wir haben was zu essen, zu trinken haben wir nicht mehr viel, aber ein bisschen was. Wir könnten den Wasserfilteranzug wieder anziehen, aber ich weiß nicht, wie kalt es da ist. Das heißt, wir lassen mal den Wärmeanzug an und dann gehen wir jetzt so ein bisschen in der Story weiter. Und treffen da drüben dann, denke ich, wieder unseren Alan-Kollegen. Der wird sicherlich schon vor Ort sein. Dann gucken wir mal weiter, ob wir dann da in diesem Phasentor verschwinden. Mal schauen. Das wäre echt traurig, ne? Aber wir haben jetzt sowieso so ziemlich alles gesehen, denke ich. Ein bisschen was gibt es bestimmt noch zu erkunden und auszuprobieren. Wie kommen wir denn da überhaupt hin? Ich eck hier so ein bisschen an. Das ist ein bisschen eng alles. Ah ja, ich glaube, hier ist es, oder? Oh ja, das sieht so aus. Also hier können wir auf jeden Fall auftauchen. Das machen wir mal. Schauen, wo wir hier sind. Ach, wir sind in so einer Höhle. Hier ist es schön warm. Das ist die Blumenhöhle. Okay. Schlechtes Wetter. Ja, man sieht wieder nicht viel. Ne? Okay, hier geht es diesen gefrorenen Wasserfall hoch. Da geht es raus aufs Meer. Wir gehen jetzt, glaube ich, da hoch, ne? Und den Wasserfall entlang. Es ist sehr kühl. Also gut, dass wir den Anzug angelassen haben. Das Wetter ist echt super mies. Ich weiß nicht, ob es hier Tiere gibt, ne? Nehmen wir mal die Fackel raus. Vielleicht gibt es hier Pirscher. Okay. Oh, da ist er schon, oder? Wir sind schon am Außenposten. Hier wollte ich die ganze Zeit hin. Und irgendwie habe ich den Zugang nicht gefunden. Da ist ein kaputter Gabelstapler. Und hier ist unser Schneemann-Freund. Ich lasse den mal stehen. Der hat eine Karotte unter seiner Maske. Okay, was ist das? So ein Busch. Das ist Outpost Zero. Der hat sich gut vor uns versteckt. Außenposten 0. Und da drüben ist die Einrichtung mit dem Phasentor. Ich glaube, wir waren hier doch noch nicht, oder? Also nicht in diesem Spielstand. Nur in der früheren Version.
wo wir hier gespawnt sind. Aber hier gibt es ja auch gar nichts zu holen, ne? Nur was zu gucken. Ist das jetzt eher was, was man schon hätte früher entdecken sollen? Oder sind wir jetzt hier im Endgame praktisch und hier gibt es noch irgendwelche spannenden Dinge für uns zu entdecken? Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir hätten das schon viel früher entdecken sollen. Welche Arme? Was ist das? Eine kaputte Konsole, ne? Schnee nehmen. Aber wir haben, glaube ich, noch Tabletten dabei, ne? Zum Trinken. So Schneereinigungstabletten. Wasserreinigungstabletten. Ein Seegleiterfragment. Mach mal auf hier. Okay. What did Altera use this place for? Das weiß ich nicht. Was? Die Forscher haben versucht, Alan zu finden? Forschungsstation 0. It's your field. Stand tall, be singular. Motivational posters were banned from ZenaWorks following a lengthy discussion at the annual company retreat 3 years ago. This poster is technically contraband. Was? Das ist ein komischer Verein, Altera. Das ist wieder eine Batterieladestation? Das ist ein Fragment davon, okay. Machen wir Licht an. Da ist noch eine Tür. Das ist halt hier so ein Wasserfiltergerät, ne? Das ist Musik. Divide. Music. Survive. Da ist noch ein PDA. Eindringling. Ein Spiel voller Täuschung, Außerirdische und Paranoia. Also, das mit den Außerirdischen ist immer so ein Problem. Die meisten Menschen kommen damit irgendwie nicht so gut klar, dass es auch andere Lebewesen gibt, die vielleicht sogar etwas intelligenter sind. Winning takes focus. One thing at a time. So ist es. Multitasking ist nicht unsere Stärke. Okay. Ich glaube, wir haben alles gefunden in dem Raum. Wir können jetzt mal so ein PDA hier aufmachen und gucken, worum es da geht. Fremder Eindringling. Ein Spiel voller Täuschung, Außerirdischer und Paranoia. Anleitung. Fremder Eindringling ist ein Spiel für 6... Ah, okay. Das ist dieses Spiel, was die immer gespielt haben. Das kennen wir ja schon. Und das andere... Das ist die Spielbeschreibung. Falls man das mal nachspielen möchte. Broschüre. Forschungsstation 0. Herzlich willkommen in Ihrem neuen Zuhause. Weit von zu Hause auf 4546B. Ah ja, weit von zu Hause der Erde, ne? Diese Broschüre gibt Ihnen einen Überblick über Ihre neue Unterkunft. Das ist eine komische Formulierung gewesen. Leben Sie sich ein. Der Sektor 0 besteht aus 2 Quadratkilometern Ozean, an dem im Norden und im Westen Gebirge angrenzen. Diese Region des Planeten ist von Eis und Schnee bedeckt. Ja, ich fand das ohne Schnee schöner, ehrlich gesagt. Und es herrscht fast ganzjährig Winter. Extreme Wetterereignisse sorgen zu jeder Zeit für spektakuläre Himmelsspiele. Die haben wir auch schon gesehen. Aus unbekannten Gründen wurde der Sektor von den Erbauern als Dreh- und Angelpunkt für ihre Einrichtungen ausgewählt. Seit der Freisetzung des Enzyms 42 in das weitere Ökosystem blüht das Leben in diesem Gebiet auf. Okay. Enzym 42 ist ja das Heilmittel gegen die Kara-Krankheit. Und seitdem geht es ja wieder alles aufwärts. Machen Sie es sich gemütlich. Die Forschungsstation 0 bietet Einrichtungen, die sich auf dem neuesten Stand der Technik befinden. Darunter... Unterkünfte für 3 bis 6 Personen, voll ausgestattete Wissenschafts- und Ingenieurssektionen, Freizeit- und Sportanlagen, große Anbaufläche für Wasser- und Wasserfiltersystem für autarkes Leben. Okay, hier können wir frische Gurken ernten und so. Abteilung zur Wettervorhersage und einen Krebsstock gibt's auch. Erkunden Sie. Sie, wertes Mitglied des Froststrudels, wurden auserwählt, die Hauptsektorbasis zu bemannen, die sich direkt unter der primären fremden Hauptforschungsstätte befindet. Von dort aus werden sie fremde Kommunikation und Technologien erforschen, sowie Missionen zu verlassenen Anlagen andernorts im Sektor unternehmen. Okay, das ist dann irgendwie so eine Art Einweisung für neue Mitglieder hier auf der Station. Neue Bewohner. Okay, wieso... Ich verstehe es nicht. Wieso dürfen die denn keine Motivationsposter aufhängen? Die sind doch extra dafür gemacht worden. Dass man sie hier drin aufhängt. Das ist ein komischer Verein, wie gesagt. Das ist so eine coole Kuppel hier. Was ist denn das? Laternenbaum. Oh.
Ich glaube, wir hätten es schon viel früher finden sollen hier. Die Laternenfrüchte habe ich immer vermisst. Die sind super lecker. Die geben Wärme. Super cool. Dann nehmen wir mal so ein paar mit. Ich hoffe, wenn die schlecht werden, dass die... Na, so kriegen wir nichts. Dass die dann zusammen werden. Alt. Alte Laternenfrucht. Aber die... Die schmecken immer noch echt gut, obwohl sie alt sind, ne? Wir nehmen mal zwei mit. Wir können auch noch ein paar essen eigentlich, ja, wir haben Hunger. Kostet halt so ein bisschen Wasser, ne? Also ist vielleicht doch nicht ganz so gut. Zwei mit zum Einpflanzen und dann können wir die zu Hause auch pflanzen. Aufgabenliste, okay. Seek fluid intake. Ah, ich hab schon wieder Durst. Wir ziehen uns jetzt hier noch so eine Flasche rein. Ja. Vital signs stabilizing. Weiß nicht, wieso ich so viel Durst habe in letzter Zeit. Vielleicht doch wieder den Wasserfilteranzug anziehen. Was? Das ist eine Liste. Okay. Wir gucken uns die, die andere Liste hier an. Die digitale Liste. Aufgabenliste. Beetkästen abernten und Saatgut ausbringen. Offen. Müssen wir noch machen. Maschinenöl und Kühlmittel nachfüllen. Ist eine Arbeit. Ja, was die hier alles machen müssen und so. Krebse lackieren. Türschloss reparieren. Oh, es gewittert. Ich hoffe mal, wir sind hier drin sicher. Fackel. Das sind die Quartiere. Da drüben ist noch ein Loch. Gehen wir mal erstmal durch das Loch. Da ist ein kleines Loch. Überall Löcher in dem. Labor. Was ist denn hier eigentlich passiert? Hä? Was ist das überhaupt? Das sieht nicht aus, als wäre das mal eine Tür gewesen. Ganz komisch. Das ist Schnee, ne? Da ist irgendwie Schnee eingedrungen. Hier in der Ecke auch. Okay. PDA. Nehmen Sie Ihre Kinder nicht mit zur Arbeit, Tag. Okay. Hey Sam, you wanna say hi to my kids? I told them I'd show them a day in the life of a scientist. Of course. Hi, Oren. Hi, Svea. Tell us what you're working on. Oh. Oh, Potato. I miss that fluffy little couch walrus. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt die Übertragung abgebrochen. Wir haben uns dieses Katzenbild angeguckt mit dem mechanischen Arm. Das war so ein bisschen irritierend, aber okay. Wir hören uns das nochmal an. Hey Sam. You want to say hi to my kids? I told them I'd show them a day in the life of a scientist. Of course. Hi, Oren. Hi, Svea. Tell us what you're working on. Oh, this is a personal project. Looks more like biology than robotics. Yeah, I was just thinking, I know no one is on my side with this, but what if I just found a way to take care of the deadly bacterium? I wouldn't say no one is on your side. I'm on your side. I know, but you won't say anything to Emmanuel or Zeta or anyone. What effect would it have if I did? I'm not exactly employee of the month right now. I know. I wouldn't want you to risk more than you already have. I'm sorry. I wish I could do more. What are you working on there? And what do you mean by take care of the deadly bacterium? Is that thing still recording? So, that was Sam, kids. I'll turn this off now. Okay. ja. Sam und Lillian haben da gesprochen und da ging es wohl auch schon wieder drum, was Sam da vorhat, gegen die Mutation vom Karabakterium dazu zu unternehmen. Und da hat sie mit Lillian auch schon drüber gesprochen. Während die Kinder irgendwie nicht da waren, aber ich denke mal, die haben irgendwie eine Übertragung mit den Kindern gehabt, ne? Auf jeden Fall haben die irgendwie das Ganze so ein bisschen mit aufgezeichnet und haben sich dann danach aber noch so ein bisschen weiter unterhalten, offensichtlich. über die ganze Sache mit dem Karabakterium. Hier sind Kinderbilder, super cool. Was ist das? Das sieht aus wie eine Giraffe mit Flügeln oder so. Okay. Und irgendwie sieht es hier so ein bisschen aus nach Robotiklabor, ne? Weil die hier diese Krebse untersuchen. Das sind die Erbauer-Reparaturkrebse. Da haben die irgendwie einen mitgenommen. Und hier liegt noch ein PDA. Erbauer-Forschungsnotizen. Okay. Aber die haben hier wohl... I wanted to know too much about architects. I could not let her. She was... What do you call them? Volterran. What did you think she would do to you? She might have discovered the gateway to our home world. I thought it wiser not to take the chance. Oh. Ich glaube,
Ich glaube, das wird immer verstrickter hier. Also, Alan hatte auch irgendwie noch die Finger im Spiel. Der hat den Altera-Leuten nicht getraut, aus gutem Grund. Und der wollte verhindern, dass die dieses Portal finden, zu dem wir ja heute unterwegs sind, ne? Also das Portal zu seinem Heimatplaneten praktisch. Und er hat das wohl irgendwie verhindert, ne? Nehme ich mal an. Also vielleicht ist er zumindest in den Untergang dieser Basis so ein bisschen mit verstrickt und verwickelt. Möglicherweise. Schwer zu sagen. Das finden wir vielleicht noch raus, ne? Mal gucken. Also hier ist noch so eine Datenbox. Kontrollraum, eine Operationszentrale. Ach, das haben wir schon, ne? Bereits im PEA. Genau. Wir haben ein bisschen Titan bekommen. Gut. Ist das eine Tür, die noch funktioniert hier, oder geht die nach draußen? Ja, die geht raus. Okay, funktioniert offensichtlich noch. Da liegt so ein Scanner oder was? Konstruktionswerkzeug? Okay. Also, ich glaube fast, dass wir das schon hätten früher finden sollen und können. Und irgendwie bin ich auch schon mal so vorbeigeschwommen und hab das dann für später aufheben wollen, hab's aber nicht wieder gefunden. Beim letzten Durchlauf. Okay, Outpost Zero. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, wann ihr den gefunden habt. Habt ihr den irgendwie am Anfang des Spiels schon gefunden, als ihr noch in dem kleinen Pod unterwegs wart oder auch erst später, so wie ich? Vor allem wusste ich ja eigentlich, wo der war, ne? Von der Pre-Version, von der Early Access Version. Und trotzdem habe ich es nicht wiedergefunden. Okay. Dr. Samantha Ayu. Das ist unsere Schwester. Und das ist Dr. Lillian Bench. Irgendwie hatten die mehrere Unterkünfte. Also, unsere Schwester war ja auch sehr viel unterwegs, ne? Die war ja überall irgendwie involviert. Poster. Super cool. Ich zähle die Tage. Sie will wohl nach Hause, oder? Zu ihren Kindern. Die Lillian, die hat hier nicht so viel mit dem ganzen Zeug am Hut. Die wäre lieber wieder zu Hause. Überall Kinderbilder. Das war's, oder? Ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Also, wir haben hier noch die Erbauer-Forschungsnotizen gefunden. Die können wir uns ja mal anhören. While other teams have been pursuing more nebulous approaches to awakening the architect. Was this Sam's space? What was she doing all the way out here? Okay, vielleicht hören wir uns doch nicht an. Wir rätseln gerade über Sam. Das hat mich eben auch gewundert, ne? Wir haben die ja schon überall irgendwie so gefunden. Und gestorben ist sie vermutlich dann bei dem Einsturz dieser Eishöhle, wo wir den Leviathan gesehen haben, ne? Also der Leviathan, der eingefrorene Leviathan. Bei dieser Eisausgrabungshöhle ist sie ja wahrscheinlich dann beim Einsturz ums Leben gekommen, nehme ich mal an. Aber hier hat sie irgendwie auch noch Unterkünfte. Und die Lillian kennen wir eigentlich auch schon, ne? Super komisch, also die waren viel unterwegs aus irgendeinem Grund. Außerdem, sie war ja eigentlich in dem Robotiklabor Vieh. Das war ja eigentlich ihr Labor, da hat sie ja die Pinguine entwickelt. So, keine Ahnung, wieso sie hier auch noch Unterkünfte hat. Auf jeden Fall, Lillian hat sich mit dem Erbauern hier auch beschäftigt. Und was steht denn hier noch Interessantes drin? Also die haben wohl versucht, die Erbauercomputer irgendwie wieder zum Leben zu erwecken. Genau das, was wir nicht versucht haben. Alan ist ja eher so zu uns gekommen. Und ja, Alan hat offensichtlich nicht mit denen kommuniziert. Der hat sich da totgestellt. Und die haben sich halt, also die haben gerätselt über die ganzen, über diese Erbauer, über die Herkunft dieser Alienrasse und so weiter. Meine Theorie ist, dass diese digitalen Geister zuerst mit einer organischen Komponente rekombiniert werden müssen, um einen ersten Kontakt herzustellen. Das stimmt fast, ne? Das haben wir ja auch gemacht. Also wir haben den auch rekombiniert, aus verschiedenen Bestandteilen dann irgendwie so zusammengebastelt. Aber der hat schon vorher mit uns geredet. Das wussten die nicht, dass das möglich ist. Wie die klassische Studie von Dr. Cass Slaney feststellte, wissen wir, dass sie die Mittel hatten, um kybernetische Körper zu züchten und ihre Datenmuster zwischen ihnen zu übertragen. Also die haben schon viel geforscht über die Erbauer. Die wussten schon so ein bisschen mehr als wir, obwohl wir mit dem Alan die ganze Zeit gesprochen haben. In diesem Sektor gibt es einen Ort, der für ein Erbauerreservat in Frage kommt, aber momentan kann man ihn nicht betreten.
Wenn ich reinkomme und den richtigen Behälter vorlege, dann denke ich, werden wir erfolgreich sein. Okay. Erbauerreservat, was soll das heißen? Ich denke mal, dass die meinen, dass da noch irgendwie Erbauer leben oder was? Das ist komisch. Oder wollen die selber irgendwie ein Reservat gründen für Erbauer? Das denke ich eher nicht. Ich zähle die Tage. Unsere Lillian will ganz gerne nach Hause zu ihren drei Söhnen. Und ihr Forschungsprojekt wurde auf Eis gelegt. Okay. Sie ist zum Nichtstun, verdammt. Vielleicht sind die deswegen hier. Vielleicht wurden die auf den Outpost Zero verlegt, weil Altera den nicht mehr getraut hat, den beiden. Kann das sein? Oder weil das Forschungsprojekt halt hier in dem Fall auch beendet wurde. Und bei Sam vielleicht, weil ihr sie ihr nicht mehr getraut haben so richtig. Vielleicht wurde die dann hier rüber versetzt. Ah ja, hier steht auch wieder was. Samantha war eine Kybernetikerin und sie hat diese Roboter-Pinguine entwickelt. Die Kinder würden die bestimmt lieben. Aber sie hat das Management verärgert. Und ja, genau, das hier ist der Ort, wo die Leute dann hinkommen, wenn sie das Management verärgern. Also das ist tatsächlich genau der Fall gewesen. Aber die haben sich scheinbar ganz gut vertragen. Aber Lillian weiß noch überhaupt gar nicht, was sie falsch gemacht hat und warum sie hier rüber versetzt wurde. Ich denke, bei Samantha ist es schon ziemlich klar, was sie da getrieben hat. Was dem Management nicht so gefallen hat, aber bei Lillian weiß man es nicht. Sie will eh nach Hause zu ihren Kindern, alles andere scheint ihr eh nicht so wichtig zu sein. Dr. Lillian Bench. Ist das... Moment. Das ist die Wissenschaftlerin? Instandhaltung. Vorher war sie beim Erbauer Intelligenzprojekt. Nee. Ich weiß nicht, ob wir die... Wir haben schon mal von ihr gehört, irgendwie ein paar Mal, ne? Samantha Ayu. Das ist unsere Schwester. Instandhaltung. Und früher war sie bei der Spähpinguin-Entwicklung. Also das hier ist der Instandhaltungsposten praktisch. Da kommen die Leute hin, die nicht so beliebt sind beim Management. Was? Eine Katze. Unsere Schwester hatte eine Katze. Okay. Potato. You were a good cat. Was? Hieß der Potato oder was? Und auf Deutsch haben sie ihn Klops getauft. Das Poster haben wir, glaube ich, schon, ne? Das Spähpinguin-Poster. Lumpötte. Aussicht Richtung Felswand, okay. Hauptsache, es kommt ein bisschen Licht rein, ne? Da hinten ist es ziemlich voll. Der Schrank ist leer. Und dann haben wir hier noch ein PDA. Kein Zurück mehr. Oh oh. Ich glaube, ich habe eine Choice. Ich muss die Bakterien neutralisieren. Ich bin ein bisschen nervös. Okay, terrified. But this thing is a death sentence. We shouldn't be messing around with it. I'm no biologist, I know. So does everyone else here. I haven't spoken to Danny since we fought about it. Zeta said she'd handle it and then didn't. Lil practically begged me to drop it. This is completely beyond the scope of your work. You have to stop before you jeopardize your standing with the company. I don't want good standing with a transgov that would do this. Robin tried to warn me. Maybe she was right, and Altera really is unfixable. Maybe I deserve better than this. We all do. I've synthesized the antibacterial agent. I know my biochem at least well enough to do that much. I've stashed some away in one of the Pengling research caves, southeast of the Leviathan. That was probably the easy part. Now I just have to carry out the plan. Focus, be brave, worry about what happens next after the threat is neutralized. They're going to know it was me. If they send me home, when they send me home, where the ice isn't 20 feet thick, they can get my Augie bun back. We can cuddle under a nice warm blanket. Things with Robin will thaw out. They always do. Besides, think she'll respect this. And then maybe I'll start my own research outfit with an awesome team. I'd love to work on prosthetics again. Help people find peace and ease in their bodies. No more cold. No more spying. Nothing that can be misused. All right. Now's my time. I've got this.
Okay, also storytechnisch sieht es schon so aus, als wären wir jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt hier gelandet, ne? Das war so die letzte Nachricht von Sam, bevor sie dann losgelegt hat und das Ganze so in die eigene Hand genommen hat, praktisch. Die Labore zerlegt hat, zum Beispiel. Ich glaube... Ach, das können wir nicht lesen, ne? Potato war ein guter Kater. Sie hatte irgendwo noch was versteckt. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Das haben wir wahrscheinlich eh schon gefunden. In irgendeiner Pinguinhöhle hatte sie noch was versteckt. Jetzt gehen wir mal zu diesem Portal. Ich habe so ein bisschen Durst, aber wir haben noch was zu essen, was auch so ein bisschen Wasser wiederherstellt. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Seek fluid intake immediately. Okay, okay. Dann essen, trinken und so wir jetzt was. Wir haben hier noch so pikante Obstsalate dabei. Bam! Vital signs stabilizing. Die sind echt gut. Aber da müssen wir wieder mehr Wasser mitnehmen, wenn ich immer diese Fellanzüge trage. Wow. Okay. Und das kennen wir tatsächlich schon. Allerdings nicht aus dem Spielstand, wie gesagt. Hier gibt es auch wieder so Kristalle, ne? Und was gibt es hier noch? Eine Kaffeemaschine natürlich. Oder ist er schon? Alan ist schon da. Das ist alles nicht spannend. Ich denke, hier machen wir jetzt Schluss für diese Folge. In der nächsten Folge sprechen wir mit Alan und schauen mal, wie hier die Story weitergeht. Ich bin selbst ultra gespannt. Wir haben jetzt, glaube ich, von der Storyline das meiste aufgedeckt. Es gibt vielleicht noch so ein paar Sachen, die wir über Samantha hier rausfinden könnten. Über unsere Schwester. Aber ich denke, so im Groben und Ganzen haben wir jetzt rausgefunden, was hier gelaufen ist. Und was auch ihre Rolle bei der ganzen Geschichte war. Das hat sich ja alles ein bisschen geändert, die Höhle, ne? Hier gab es noch einen zweiten Durchgang vorher. Aber okay. Sieht mega episch aus, das Gerät hier. Das ist dann praktisch irgendwie, das beinhaltet das Phasentor zurück auf den Planeten, der Erbauer. Da bin ich mega gespannt, ob wir vielleicht von dem irgendwas sehen. Oder ob das dann praktisch für die nächste, fürs nächste Subnautica, für den nächsten Teil vorbehalten ist. Dass wir dann vielleicht auf dem Planeten der Erbauer sind. Mal schauen. Das ist auf jeden Fall ultra spannend. Wir sind schon wieder ewig unterwegs, deswegen würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute. Nächste Folge geht es weiter mit der Story und möglicherweise ist dann auch schon das Ende erreicht von Below Zero. Wir waren ja auch schon wieder ein ganzes Weilchen unterwegs. Super coole Story, super spannend. Das immer alles so nach und nach aufzudecken, was hier passiert ist, macht echt immer mega viel Spaß. Und die Story ist auch immer super, super interessant. Also Subnautica nach wie vor so eins der empfehlenswertesten Spiele da draußen. Das Einser genauso wie hier die Erweiterung Below Zero. Super geniales Game. Für heute müssen wir leider Schluss machen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen und ihr fandet es genauso spannend wie ich. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dann.